Ich stehe über meinen Gedanken. Ich denke an meinen Gedanken vorbei. Sie waren gestern, vor Jahren. Sie waren. Ich bin über meinen Gedanken im Sein. Der Versuch, meine Gedanken zu denken, denkt mich in meine Vergangenheit zurück. Ich stehe über meine Gedanken. Ich betrachte Wortbilder und bin. Die Türen, sie öffnen sich von selbst oder ich muss sie öffnen. Sie schließen sich von selbst oder ich muss sie schließen. Was ist nun besser? Wenn ich sie selbst öffnen muss, dann muss ich sie nicht öffnen. Und wenn ich sie selbst schließen muss, dann muss ich sie nicht schließen. Wenn sie sich von selbst öffnen, dann kann ich nichts tun. Und wenn sie sich von selbst schließen, dann kann ich nichts tun. Aber wenn ich sie selbst öffnen oder schließen muss, kann ich sie dann wirklich öffnen oder schließen? Und wenn sie sich von selbst öffnen oder schließen, will ich dann wirklich, dass sie sich öffnen oder schließen? Was ich bin. Was ich bin, bin ich noch nicht. Was ich sein will, war ich noch nicht. Was ich gewesen bin, bin ich nicht mehr. Aber ich bin es noch immer. Was bist du für mich, dass ich denke, du bist es für mich? Was ist es, das du bist, sein musst, weil ich mich sonst irre, verirre und mich nicht irren will? Du bist wichtig für mich, so wichtig, dass ich nicht denken will, dass die Möglichkeit besteht, dass du einmal nicht da bist. Aber da sein, dass du da bist und nicht nur bei mir sein, mir nahe sein, sondern einfach da sein. Mein Platz in der Welt ist an deiner Seite, aber deine Seite ist groß, ist überall. Die Kritik des Zweifels. Ich zweifle, also bin ich nicht. Ich zweifle an mir, an meiner Idee, an meinen Ideen, an der Realisierung meiner Ideen. Alles ringt durcheinander. Ich bin die Mitte meiner Ideen. Die Ideen umkreisen mich durch mich. Finden keine Überlagerung zu anderen Kreisen, bleiben bei mir, um mich herum. Verregneter Donnerstagnachmittag. Ich bin die Mitte meiner Ideen und zweifle an mir oder an meinen Ideen. Woran? Die Kunst zu hören, die innere Stimme, die mich fortwährend begleitet, mir mich fortwährend vorgaukelt, mich mit mir vereint und trennt, mich von dir trennt, meine Stimme, die in mir weiterspricht, auch wenn ich mit dir spreche, auch wenn ich mit dir bin. Ich bin die Stimme meiner Gedanken und ich bin sie nicht. Die fortwährende Suche nach der Realisierung meiner Sprache. In Gesprächen fehlt der wesentliche Teil meiner Sprache. Die unvorhersehbare Auswahl zwischen den gesprochenen und den geschriebenen Worten beflügelt die inneren Worte oder lenkt sie in unförmige Fragmente, aber sie wollen Realität werden, denken sie manchmal, denke ich durch sie in mir, woher kommen die Worte? Was ist das Ich, das den inneren Monolog ausmacht oder reflektiert? Vielleicht sollte ich mich wirklich ablenken von mir. Ich plane stets, ich weiß, wohin ich gehe, jeden Augenblick.
Ich bin behütet. Wie viele Sommer liegen hinter mir? Wie viele Gedanken, Ideen, Wünsche, Menschen, Orte, Landschaften? Woran zweifelst du? An der Kritik des Zweifels, an der Arbeit über dieses Thema, Literatur einzuholen, Angst davor, alles bereits geschrieben vor mir zu finden, eine Arbeit, die bereits getan ist, momentane Leere zugunsten meiner Fähigkeit zu sehen. Eine vollständige Analyse gibt es nicht, nur eine immerwährende. Das Problem ist die vollkommene Einsamkeit, die ich genieße. Der Kellner wartet hoffentlich nicht so lange, bis jemand verdurstet. Mein innerer Monolog folgt meinen empirischen Möglichkeiten. Ich denke, weil ich sehe, bin, sehe, vergangene Träume, Freiheit denken, kann meine Schrift nicht mehr lesen. Die Verlangsamung der Zeit, jetzt oder nie, gehen, fahren, in mein Leben hinein. Eises Kälte, ich muss jemanden spüren. Irgendetwas zu wissen habe ich nie gewollt. Irgendetwas zu leben, immer. Liebst du mich, weil ich ich bin? Liebst du mich? Wer bin ich? Warum du? Wer bist du mir? Und wenn ich dir all meine Kraft gebe und all mein Wissen, wenn ich dir nicht auch meine Liebe gebe, was wäre ich dann? Und eine Liebe zu empfinden, so wie mit einer Krankheit, so wie mit einer Krankheit vergleichbar, die man nicht mehr los wird, die einen begleitet bis zum Tod. Wir lieben uns zu Tode, zum Leben. Meine Gedanken jagen mich durch die Nacht. Ich habe einen neuen Clemens gefunden. Er heißt jetzt Hubert. Der geniale Gedanke ist vorbei. Der Gedanke, durch den ich dieses Büchlein verwende. Der Gedanke, der es wert ist, aufgeschrieben zu werden. Ich sitze jetzt hier und schreibe Liebesgedichte. Stört mich nicht. Die Liebe. Ich tue mich zu dir. Ich gebe mich zu dir. Ich gebe mich dir, dir hin, zu dir. Es zerreißt mich, mein Herz liegt am Boden. Trag mich empor mit deinen Flügeln, schwebe mit mir. Eisige Kälte in Wien. Die Tage verschwinden auf der Suche nach Sinn und gehen über in die Nächte, die von derselben Suche ausgefüllt werden. Kein Ergebnis in Sichtweite. Nicht die kleinste Idee eines unauswechselbar richtigen, anstrebenswerten Zieles ist in meinen Gedanken vorhanden. Jede mögliche Idee wird austauschbar gegenüber der nächsten möglichen Idee. Jedes Ziel, genauer betrachtet, erweist sich weder als Fortschritt noch als Wendung in eine richtige Richtung. Kunst, was soll sie für mich? Wenn ich mich damit so in ein Abseits begebe, dass ich nicht mehr verstanden werde. Ist das nächste Selbstbildnis sinnvoll zu malen? Geht der Menschheit eine wichtige Erkenntnisform verloren, wenn ich mich nicht weiterhin selbst male? Ich suche Ruhe und Worte rasen aus mir heraus, füllen das weiße Papier und geben mir eine fortschreitende Daseinshaltung. Ich schreibend, wie schon so oft. Ich arbeitend, wie schon so oft. Ich denkend, wie noch nie. Wirre Wortschreibereien, Wortgeschreibe, Wortgeschriebenes, Wortdurchdachtes, Inhalten fällt mir schwer, nur nicht aufhören. Keinen Gedanken, der zu einem Ziel führt, weiterdenken. Es gibt nur jetzt und jetzt ist Schreiben. Jetzt bin ich im Schreibraum, jetzt bin ich im Wortraum, bis meine Finger lahmen, bis ich die Worte verliere, bis ich in Tönen denke, bis ich Töne, Laute, die inneren Laute herausschreibend, die inneren Töne herauslautend. Alles schwingt, alles ist ruhig, alles ist lautloses, wortloses. Papier bearbeiten, Papier bekratzen, Papier benutzen. Ich benütze Papier, ich denke an Papier. Ich denke an Schreiben, kein Ziel, eine neue Seite. Wohin? Zum Ende der Zeit, zum Ende der Seitenzeit, Raumzeit, Schreibraumzeit, Gedankenraumzeit.
Der Weg des Schreibens wird zum Thema des Schreibens. Licht ist notwendig. Ich sehe mich schreiben. Das sich vor sich selbst stellen als Werk, etwas aufbewahren und festhalten, das im immerwährenden Fluss sich befindet. Das Selbstbildnis, das eigene Werk, das vor sich selbst gestellt, außerhalb von sich betrachtbar, sich darstellt. Das hinterfragt wird, besprochen werden kann, verworfen und wieder neu erkannt werden kann, stellt etwas dar, das sich in ständiger Veränderung befindet. Das Selbstbildnis in Worten und Bildern, bin ich und bin ich nicht mehr. Alles verändert sich. Ich kämpfe gegen meine selbstverschuldete Mündigkeit. Ich traue niemandem. Intellektuell mache ich einen intellektuellen Selbstmord. Andere können ihn ohnehin nicht begehen. Die Einsamkeit des Malers. Jedes Weihnachten ein Bild malen. Dann schon lieber Sänger und ein Konzert geben. Unerträgliche Stille im Raum, Augenblicke, Worte, die sich langsam von irgendwoher an meine Zunge richten, die Stimmbänder spannen, meinen Atem kontrollieren und ich spreche jetzt. Warum diese Worte und wer sprach, ich spreche? Bereits Vergangenheit, zum richtigen Zeitpunkt. Gibt es einen richtigen Zeitpunkt? Ich male immer mich selbst, mein Gesicht. Ich sehe mir zu, wie ich mein Gesicht male. Alles fließt, alles verändert sich. Ich male mich selbst, mein Gesicht. Ich sehe mir zu, wie ich mein Gesicht male. Verändere ich mich beim Malen? Mein Gesicht malen? Mich selbst malen? Alles fließt, alles verändert sich. Ich male mich selbst. Verändere ich mich? Jedes Bild ist anders, jede Farbe ist anders. Ich male mich selbst. Alles fließt. Alles ist in Bewegung. Verändere ich mich? Ich sehe mich selbst, ich denke mich selbst, ich male mich selbst, alles fließt, alles verändert sich. Ich male mich selbst. Der Brief. Dich kennenlernen und dann nie wiedersehen. Dich zu spüren und dann nie wieder. Dich zu hören und dann nie wieder. Dich zu spüren und dann nie wieder. Dich zu schmecken und dann nie wieder. Dich zu fühlen und dann nie wieder, dich zu riechen und dann nie wieder, dich zu träumen und immer wieder. Franz? Thank you.
Danke. Kunst ist Musik und Musik ist die Bewegung, ist das Licht der Bewegungslosigkeit im Gehörten. Musik ist die Niederkunft der Empfängnis. Musik ist das Sterben des totgeglaubten Verlangens. Musik ist die tragende Stille aller Vernunft. Musik ist die Anzahl der Schläge der pochenden Sehnsucht. Der niemals gesprochene Wert des Geschehens. Auszüge aus meinem Theaterstück über den Begriff der Kunst. Ich spreche alle Personen, hat den Vorteil, sie können sich nicht ins Wort fallen. Jede Pause ist an sich eine andere Person. Der Begriff des Kunstwerkes erklärt etwas, dessen Inhalt nicht mit Worten erklärt werden kann. Etwas, dessen Inhalt kein Begriff ist, sondern nicht im Begriff oder in Begriffen enthalten ist, sondern eine Erklärung darstellt, die eine Übersetzung etwas Nichtbegrifflichen in einen Begriff darstellt. Trotz alledem, der Ort, der Platz der Kunst ist das Kunstwerk. Ich denke, wir sind zufällig in einem Land, in einer Sprache geboren. In eine Welt hinein, einzigartig nehmen wir die Sprache auf und formen sie in unserer Einzigartigkeit. Der Mathematiker in seiner Logik, der Dichter in der Poesie, der Sportler sportlich, der Genussmensch genüsslich und der Philosoph philosophisch. Uns gefällt, was uns entspricht. Und dies ist unabhängig von der Sprache. Deshalb kann die Sprache auch übersetzt werden. Ich denke, dass es etwas, eine Idee geben muss, das dem Denken inhärent ist, vergleichbar mit dem, ich denke, das unhinterfragbar jegliches Denken begleitet. Also, die Idee, dass es eine Idee oder wie ich es auch immer nenne, gibt, die jegliches Denken entwirft. Eine Idee, die das Denken über eine Idee und das Hinterfragen einer Idee und das Rückbesinnen der Frage über eine Idee enthält. Und diese Idee führt zu der Idee, dass es eine Idee in jeglichem Denken ist, die einen Begriff der Idee denken lässt, die über den Begriff der Idee Ideen entwirft, die bewegt ist, durch sich selbst, durch die Idee der Bewegung und durch die Idee der Begriffe, die ihr innewohnen, durch den Begriff der Idee, der ihr innewohnt, also dadurch, dass es Begriffe gibt und dadurch, dass es die Idee gibt, die hinter den Begriffen bewegt und also ist. Diese Idee kann somit nicht mit Begriffen oder mit Hilfe von empirischen Werkzeugen dargestellt werden, da jeglicher Versuch, sie darzustellen, durch sie selbst erfolgt und somit nicht von ihr trennbar ist. Da selbst der Versuch, diese Versuche zu betrachten, wird von ihr betrachtet und wiederum von ihr allererst versucht. Also, wenn Worte verständlich sind und ich in Worten spreche, dann bin ich verständlich, weil ich Worte verwende, die ich wähle, weil ich sie zum Verständnis meiner Ideen verwende und ich meine Idee in meinen Ideen bin.
Aber die Worte, die für dich verständlich sind, um deine Idee, um dich zu beschreiben, sind doch durch dich in einen Zusammenhang gebracht, der wiederum neben dem Verständnis der Worte ein weiteres Verstehen voraussetzt, das aber wiederum durch deine Idee bestimmt wurde und somit mit der Verständlichkeit deiner Idee zu tun hat, nicht aber mit dem Verständnis der Worte. Ich kann zum Beispiel auch nicht sagen, dass ich ein Bild verstehe, weil ich die Farben kenne, oder ein Wort, weil ich die Buchstaben kenne. Ich muss mit Hilfe der Farben, der Buchstaben, der Formen bzw. der Worte auf einen Inhalt schließen können, was jederzeit von mir, meine Idee, bewerkstelligt werden kann. Ja, ich kann jederzeit einen Inhalt erkennen, aber ob mein Inhalt bzw. meine Idee eines möglichen Inhaltes mit deiner Idee übereinstimmt, kann ich wiederum nur mit Worten, empirischen Werkzeugen oder eben in meiner Zeit zeigen, wobei meine Zeit bzw. meine Idee meine Zeit bestimmt. Eigentlich weiß ich nicht, ob eine Idee verständlich ist oder was sie verständlich macht, wodurch sie erkennbar wird oder ob es einen Inhalt einer Idee überhaupt geben kann. Denn wenn eine Idee einen Inhalt hat, dann muss dieser doch von der Idee unterschieden werden. Und also gibt es niemals ein Verständnis einer Idee, sondern wenn es etwas gibt, das Verständnis hervorruft, dann kann dieses nur auf den Inhalt, nicht aber auf die Idee beziehungsweise auf die Form Bezug nehmen, denn die Form wechselt stets mit der Idee. Der Inhalt wechselt doch auch stets mit der Idee, also muss es doch einen Zusammenhang zwischen Inhalt, Form und Idee geben, der aber stets von der Idee bestimmt wird. Es wird alles von der Idee bestimmt, alles Denkbare beziehungsweise alles Erkennbare, also alles, das etwas ist. Ist die Idee nun von etwas zu unterscheiden? Wenn du alles von der Idee unterscheidest, dann ist sie doch das Gegenteil von allem, also nichts. Die Idee ist, nichts ist nicht denkbar. Wir könnten sofort unser Gespräch beenden, wollten wir über nichts sprechen. Aber wollen wir über Kunst nachdenken, über den Begriff der Kunst und über die Idee des Begriffes der Kunst. Und machen wir Fortschritte, wenn wir über diesen Begriff sprechen? Ich meine, ist es möglich, in dieser Idee fortzuschreiten? Wir haben doch bei unserem ersten Gespräch darüber nachgedacht, ob eine Idee nachfolgen überhaupt möglich ist. Denn eine Idee nachzufolgen hieße doch in der Zeit zurückgehen, da die Idee doch den Anfang des Nachdenkens darstellt, der im Nachdenken nicht wieder erreicht werden kann. Wir denken doch in der Zeit gerichtet. Wir denken nach vor und nicht zurück. Wir setzen in der Gegenwart ein Vorher und denken somit trotzdem nach vor und nicht zurück. Ja, jegliches Zurückerinnern ist ein Nachvordenken. So sagt zumindest meine jetzige Idee. Immer wieder Bruchstücke aus der Zeit und nicht immer das Wort Kunst im Gedanken. Und nicht immer denken, sehen, reden, einfach reden und Worte verwenden. Worte tragen die Sinnhaftigkeit in sich. Kunst, das Wort oft verwendet, trägt die Sinnhaftigkeit in sich. Gibt es eine Grenze der Kunst? Oder eine Grenze der Vorstellung, was Kunst ist? Alles Denkbare ist Kunst und die Grenze des Denkbaren liegt in der Möglichkeit, liegt in der Grenze der Möglichkeit des Denkens, der Grenze des Denkbaren. Die Grenze des Vorstellens oder die Grenze des Denkens? Oder ist die Vorstellungskraft gleich der Kraft des Denkens? Oder ist sich etwas vorzustellen, etwas sich vorstellen, dem Denken entsprechend? Also ich denke, indem ich mir etwas vorstelle. Oder einem möglichen Publikum etwas vorstelle? Was ist Ästhetik?
Was bedeutet für euch Ästhetik im Zusammenhang mit einem Kunstwerk? Ich verstehe unter Ästhetik, was zum Wahrnehmen fähig, das Wahre wahrzunehmen. Und wenn ich Ästhetik mit dem Wort Aitya in Verbindung bringe, dann deute ich es als Ursache, als innere Wesenskraft, die die Naturdinge in Bewegung setzt. Ich sehe am ehesten den Zusammenhang mit dem Begriff Aesthesis, die Wahrnehmung, nämlich das Gute, Schöne und Wahre zu erkennen. Also, wenn Aesthesis das Wahre, Schöne und Gute bedeutet, kann man es so sehen. Und auch das Wahre wahrzunehmen bedeutet, denke ich, dass das Wahre doch stets auch die Kunst beinhaltet. Sie gibt es doch überall. Und eine Grenze der Kunst zu denken, ist dem Denken einer Grenze des Denkbaren ähnlich. Das Denken also, dass die Grenze des Denkbaren in der Grenze der Möglichkeit des Denkens, der Grenze des Denkbaren liegt. Ja, denn die Grenze der Möglichkeit des Denkens, der Grenze des Denkbaren verweist auf das mögliche Nicht-Denkbare, dass das Denken der Grenze des Denkbaren zu denken ermöglicht, welches aber stets im Denkbaren verweilt. Die Grenze der Möglichkeit des Denkens enthält also das Denkbare. Das Denkbare kann aber nicht die Grenze des Denkbaren sein, außer sie wird im Denken als die Grenze des Denkbaren gedacht. Ja, ein schöner Gedanke. Und die Kunst bleibt daher auch in der Kunst, und die Grenze der Kunst kann in der Kunst bezeichnet werden. Die Grenze zum Künstler, zum Publikum, ist die betrachtbare Grenze zur Kunst. Aber wenn das Publikum die Kunst nicht versteht, beziehungsweise in sich aufnimmt, oder als Kunst beziehungsweise künstlerisch betrachtet, und was ich eigentlich sagen will, ist, wenn das Publikum die Kunst miterlebt, kann die Grenze der Kunst auch nicht so einfach gezogen werden. Leichter wäre es dann schon, wenn das Publikum gar nichts miterleben würde. Aber wäre es dann eigentlich Publikum? Ist ein Publikum nicht nur deshalb Publikum, weil es für die Kunst da ist, zur Kunst gehört? Erschafft nicht der Betrachter des Kunstwerkes das Kunstwerk wiederum, indem es erkannt und erlebt wird? Man sollte überhaupt der Kunst das Wort geben oder die Kunst dem Theater geben oder dem Film, den Bildern, der Musik, dem Schauspiel, der Architektur. Alles Denkbare beinhaltet an sich die Möglichkeit, jedes Einzelnen etwas Einzigartiges zu erschaffen, die jeder Einzelne in sich trägt. Mir fällt hinzu die Idee ein, die viele Künstler unserer Zeit veranlasst, sich selbst zum Kunstwerk zu machen. Den Zauber und die Wahrheit, die jedem menschlichen Tun innewohnt, in und durch sich selbst zu zeigen. Das Unbeschreibliche, das selbst, wenn es beschrieben wird, stets unbeschreiblich bleibt und dennoch wahrnehmbar ist. Aber wenn Kunst nur mit den Sinnen wahrgenommen werden kann, Wahrnehmen gehört für mich den Sinnen an. Wie entsteht dann das Wahrnehmbare? Das Wahrnehmbare, das noch nicht wahrzunehmen ist. Wo liegt der Ursprung der Wahrnehmung des Guten und Schönen und Wahren? Ich denke, ich vollziehe im Wahrnehmen eines Kunstwerkes etwas, das bereits als wahrnehmbar in meinem Verstande vorhanden ist. In der Malerei, Bildhauerei, in Bauwerken oder Skulpturen sollte man annehmen, die Sinne vermitteln uns diese Gegenstände. Und unser Verstand, der diese Vermittlung ermöglicht, findet eine Sprache, die diese Gegenstände benennt und begreift. Auch in der Musik kann man dieselbe Annahme darstellen. Lyrik aber, die selbst mit Sprache, also gänzlich ohne Sinneseindrücke, ihre Kunstwerke erschafft,
einzig und allein mit Worten etwas erschafft, das weder sichtbar noch hörbar ist und trotzdem den Begriff Kunstwerk innehat, zeigt genau diese Differenz von Wahrnehmen und Erkennen von etwas, das bereits wahrgenommen worden sein muss, erkannt sein muss oder besser immer schon gewesen ist und immer sein bzw. werden wird. Ja, und dieses Erkennen ordne ich der Vernunft zu, die in diesem Sinne bereits Gegebenes entfaltet. Ich stelle Sprache oder das geschriebene Wort hiermit als etwas dar, das nicht mit den Sinnen erfasst werden kann, und meine damit natürlich nicht die Tatsache, dass wir miteinander sprechen oder ein Buch lesen, unsere Sinne nicht benötigen, sondern ich meine die Sprache selbst, in der wir einander mitteilen, beinhaltet stets etwas Wahrnehmbares, das nicht erlernt werden kann, sondern mit dessen Hilfe wir tun und denken und wahrnehmen. Mein Kopf wächst, stellte Frau A. eines Abends fest. Sie betrachtete sich im Spiegel und wurde sich der Tatsache vollkommen bewusst, denn sie musste bereits aus einiger Entfernung ihr Spiegelbild betrachten, um ihr gesamtes Gesicht in diesem wiederzuerkennen. Er wird größer und größer, dachte sie und freute sich über das Wachsen. Doch einige Zeit später
kamen Bedenken in ihren Kopf und sie versuchte, sich gegen diese Bedenken zu wehren. Diese ließen sich jedoch nicht abwehren, sondern breiteten sich in ihrem Kopf aus, dehnten ihn und wuchsen in ihm und mit ihm. Sie dachten daran, dass Frau A. mit einem so großen Kopf nicht mehr unter anderen Menschen sein könnte, unter den kleinköpfigen Menschen, da diese über ihren großen Kopf lachen würden, sie verlachen würden und sie gezwungen wäre, ihren Kopf verkleinern zu lassen, um ungestört ihres Weges gehen zu können. Und diese Bedenken wuchsen und wuchsen. Und Frau A. versuchte mit aller Kraft, ihre Hände gegen ihren Kopf zu pressen, damit der Kopf das Spüren der Hände gegen die Bedenken vertauschen würde und somit auch seine Größe spürte und sich mit Freude darüber fühlen könnte und so die Bedenken wieder verkleinern würde. Der Kopf aber hatte seinen eigenen Willen und ließ sich nicht zwingen. Er vertauschte zwar die Bedenken, aber nicht gegen Freude, sondern gegen Arbeit. Frau A. hatte plötzlich Arbeit im Kopf und wurde von ihm zum Tun gezwungen. Er schrieb ihr vor, was sie schreiben musste, und schrieb ihr vor, was sie lesen musste. Er schrieb ihr vor, wohin sie gehen musste, und schrieb ihr vor, wohin sie nicht gehen durfte. Frau A. arbeitete und arbeitete nun, und ihr Kopf wuchs und wuchs. Und als ihr Kopf bereits so groß war, dass sie ihn kaum noch tragen konnte, begann sie mit ihm zu hadern, denn ihr Körper begann zu zittern und ihr Herz pochte schwer. Und sie bat ihn, er möge sie in Ruhe lassen, denn sie spürte, dass ihr Kopf, da er sie doch brauchte und dieser wusste, nicht wollen konnte, dass es ihr nicht gut ginge. Und so war es auch. Der Kopf gönnte Frau A. eine Ruhepause. Er ließ keine Bedenken und keine Arbeit mehr in ihm sein. Und Frau A. legte sich zur Ruhe. Am nächsten Tag war Frau A.'s Kopf wieder zur gewohnten Größe geschrumpft. Und sie versuchte, sich an seine vergangene Größe zu erinnern. Sie versuchte, über die Arbeit, die ihn ausgefüllt hatte, nachzudenken. Doch sie erinnerte sich nicht mehr daran. Und sie wurde traurig. Und ihr Kopf leerte sich immer mehr. Sie hatte nur noch eine Ahnung von seiner einstigen Größe. Doch auch diese schwand immer mehr. Und ihr Kopf wurde von der Leere ausgefüllt, die aber, da sie keinen Raum beansprucht, ihren Kopf immer mehr verkleinerte. Doch auch dies nahm Frau A. nicht mehr wahr, da auch die Wahrnehmung der Leere bereits zum Opfer gefallen war. Ihr Kopf war nur noch ein Sandkorn. Doch in demselben Maße, wie der Kopf kleiner geworden war, war ihr Herz gewachsen. Und als das Herz in ihrer Brust keinen Platz mehr hatte, wuchs es in ihren Kopf hinein und dehnte diesen wieder aus. Doch da vom Kopf beinahe nichts mehr übrig war, fühlte der Kopf nun wie das Herz, denn er war ja fast vollständig Herz. Und er pulsierte und bestimmte den Lauf der Zeit, die Frau A. in ihrem Kopf fühlte. Und als Frau A. den Puls der Zeit spürte, begann sie auch mit dem Herzen zu sehen und zu erkennen und wurde glückselig. Das sind so viele Worte, verstehst du? Einfach zu viele Worte. Oder sind es Bilder? Erinnerungen, Bücher, Worte. Es bleiben Worte und es sind zu viele. Ich bekomme sie nicht raus, sie passenden, Wort für Wort, eine Geschichte vielleicht. Ich habe keine schönen Geschichten. Vielleicht diese. Es begann alles ganz unscheinbar damit, dass ich anfing,
mir in den verschiedensten Kaffeehäusern die Haare zu waschen. Zuerst unsicher, da diese Handlung fragende Blicke und auch Äußerungen hervorrief, die ich nicht abwehren konnte, versuchte ich die Unsinnigkeit dieser Tat mit einem Lachen zu verschleiern. Doch später, wie jede Gewohnheit eine gewisse Selbstsicherheit mit sich zieht, schenkte ich den erstaunten Toilettenbesuchern keinerlei Beachtung mehr. Ich war damit beschäftigt, mir den Schaum aus den Haaren zu spülen, mit dem Hindernis, dass das eiskalte Wasser von einem Wasserhahn troff, der durch seine Anbringung bedingt einen so kleinen Abstand zum winzigen Spülbecken freiließ, dass ich den Kopf nur jeweils schräg zwischen Hahn und Becken tauchen konnte. Aus welcher Lebenssituation heraus man so etwas mache, wurde ich gefragt. Und ob ich keine Wohnung hätte. Ich erfand eine Erklärung wegen Zeitmangels oder so und dachte nicht weiter darüber nach. Heute denke ich daran, wie weiter, und stelle mir vor, dass mir der Nachhauseweg immer öfter, immer länger oder weiter entfernt vorkam oder ganz einfach nicht einfiel. Und ich, auch aus einem gewissen Schlafmangel heraus, der sich natürlicherweise aufgrund mehrmaligen Abwartens der Sperrstunden in diversen Cafés und Nachtlokalen einstellt, auf Bänken, in Parks, Sportplätzen, Stiegenhäusern und U-Bahn-Stationen nächtigte. Anfangs fuhr ich jeden Tag einmal nach Hause, um meine Kleidung zu wechseln, auf die ich immer mehr Wert legte, von der Unterwäsche bis zu den Schuhen, da ich zu diesem Zeitpunkt und auf diese Weise auf die Nachfrage von diversen Ordnungsorganen die Einmaligkeit meiner Handlung zu erklären hoffte, was mir auch aufgrund anfänglicher Unsicherheit später aus selbstsicherer Gewohnheit heraus, ohne Unannehmlichkeiten verkraften zu müssen, gelang. Heimatlos, das war mein Problem. Überall und nirgendwo zu Hause. Ich stelle fest, dass die Leere, die ich in meiner Wohnung empfand, sich auch unter vielen Menschen nicht auflöste. Alleine, wo ich auch gehe, atme, stehe oder schlafe. Aber die Worte werden nicht weniger. Ich will reden, sie aussprechen. Nur wem und wie und überhaupt warum? Klar ist doch, dass die Klarheit, die ich suche, nur ich suche. Wozu noch Worte, Lehre? Warum diese Geschichte? Du solltest sie aufschreiben, sie ist gut. Sie ist mein Leben, ich habe keine schönen Geschichten. Morgen mache ich eine Bilderreise. Ich weiß, du liest meine Gedanken, die offene Türe. Es hilft nicht, die nachfolgenden zu schließen. Die offene Türe, die ich nicht schließen kann. Ich verschließe die nachfolgenden und gehe zurück, um nachzusehen. Vielleicht hat sich die offene Türe von selbst geschlossen. Die vielen Türen, die zu der offenen führen, unverschließbar. An den Haaren herbeiziehen, die Ohren steif halten, am Anfang die immer offene Türe und jedes Zimmer ist unendlich groß. Freiheit, keine Uhr, keine Zeit, keine wartenden Menschen. Warten auf, wann hast du begonnen zu warten? Auf Freunde, auf das Wochenende, auf das Leben. Ich warte immer fort und immer da. Vogelschau, im Käfig sitzen bei offener Türe, Angst nicht mehr fliegen zu können, die Pflicht im Kopf, Ficht, 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 Schaufenster zählen, Wege zählen, Menschen zählen, einen Weg durchbahnen, beten, schlagen, opfern, zerbrechen, umdrehen, den Himmel öffnen, hindurchgehen, durch die Luft gehen, durch den Spiegel, durch die Wand, durch das Wasser, durch das Feuer, durch die Erde, immer noch da, stimmt schon lange nicht mehr, aber ihr seht mich nicht, aber Ansturm, Andrang, Aufwind, ich warte auf Aufwind, potenzielle Panikenergie, uferlos im Verkehrschaos, wenn der Same auf fruchtbaren Boden fällt, meine halben Kinder schreien in die Welt, offene Münder im Schweißtuch, anstoßen, aufbrausen, Verkehrslage günstig, was ist Glück, alles vergessen, alles erleben, leben mit wem, möglicherweise gibt es zu viele Frauen und sie alle wollen, Reihenfolge zwischen zu tuenden Taten, widersprüchliche Fügungen,
doppelbödige Vernunft mit Zwischengliedern hypothetisch zu spielen, Variantenspiele, wer zaubert, ich gehe, was ich tue, Völker sind autopoetische Plasmen, was denkt hinter dem Willen, ein guter Mensch ist besser als ein schlechter Engel, abgrenzen wird schwierig, die Realität unüberhörbar und ich am falschen Platz daneben, mit dem Überleben kämpfen, träumen unmöglich, wohin flüchten. Oh Gott! Und vielleicht stimmt es wirklich, dass ich in Spiralform älter werde, nach oben wachse und dass sich alles wiederholt. Etwas abgeändert natürlich, aber wiederholt. Werde ich dann wirklich mit 70 noch in Kaffeehäusern meine Haare waschen? Oder werde ich, etwas abgeändert, mein heißes Fußbad im Kaffeehaus Waschbecken einlassen und meine Füße baden? Und zum Schluss noch drei Gedichte. Manchmal erlebe ich in einer Minute, was ich ein anderes Mal in einer Stunde nicht erlebe. Oder in einer Woche nicht. Nicht in einem Monat und nicht in einem Jahr. Wie lange dauert dann eine Minute? Und wenn eine Minute einem Jahr gleicht oder mehr, wie lange dauert dann erst eine Stunde oder mein Leben? Liebe, die Vergangenheit schweigt, die Gegenwart liebt, die Zukunft wird sprechen, ich bin die Vergangenheit. Ich bin die Gegenwart, ich bin die Zukunft. Es wird wieder schön werden. Es wird wieder einmal schön werden. Einmal, bald vielleicht, schön werden. Vielleicht. Einmal, sicher, ganz sicher, ganz, ganz schön sicher, sicher ganz schön, sicher einmal, sicher ganz schön, sicher, bald, warte, bald, sicher schön.